Schön, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler. Ich bin Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie und geriatrische Pharmazie. Und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es um das Entwässerungsmittel Spironolacton. Wir befinden uns im Bereich Basic. Das bedeutet, es wird kurz und knapp und dann können wir schon starten. Das Spironolacton hat mehrere Einsatzgebiete, unter anderem die Behandlung der Herzinsuffizienz, auch manchmal mit Ödemen und auch bei einem schwer einstellbaren Bluthochdruck. Sie sollten den Wirkstoff zum Essen einnehmen. Das hat den Grund, dass durch die gleichzeitige Einnahme dieser besser ins Blut aufgenommen wird. Ich möchte Ihnen einen kurzen Auszug zu den Nebenwirkungen geben, wobei ich nur auf ein paar einzelne eingehen werde, die eventuell die meisten betreffen könnten. Als allererstes ist es hier, wie bei allen Medikamenten, die blutdrucksenkend wirken, der Fall, dass es zu Schläfrigkeit kommen kann, zu Schwäche, zu Müdigkeit, zu Kopfschmerzen. All das sind Dinge, die am ehesten am Anfang der Therapie auftreten und aber auch bei einer Dosiserhöhung. Denken Sie daran bitte immer, wenn Sie ins Auto steigen, denn besonders in diesen Anfangsphasen kann es sein, dass Sie diese Nebenwirkungen kurzfristig entwickeln und dann ist natürlich die Reaktionsbereitschaft beim Autofahren etwas eingeschränkt. Wenn Sie für sich aber dann merken, dass Sie es gut vertragen, dann steht dem natürlich nichts im Weg. Ganz typisch sind, wie bei allen Medikamenten, die typischen Magen-Darm-Beschwerden. Dazu zählt Übelkeit und Erbrechen, aber auch Verdauungsstörungen und auch Durchfall. Das sind alles Dinge, die dem Spironolacton geschuldet sein könnten. Und als wichtigen Punkt, den ich hier einmal ansprechen möchte, ist der Punkt, dass es unter der Einnahme zu Sexualfunktionsstörungen kommen kann, sowohl bei dem Mann als auch bei der Frau. Diese können sich recht vielfältig äußern und zwar kann es beim Mann zu Libido-Problemen kommen, zu erektiler Dysfunktion oder aber auch zu einer Vergrößerung der Brustdrüsen. Mir ist sehr wichtig, dass Sie von dieser Nebenwirkung wissen, denn der ein oder andere wurde nicht unbedingt darüber aufgeklärt und dann ist es natürlich sehr befremdlich, wenn der Körper sich plötzlich dahingehend verändert. Ich möchte, dass Sie davon wissen, dass das Spironolacton die Ursache dafür sein kann. Wenn das der Fall ist, sprechen Sie das bitte ganz offen bei Ihrem Arzt an, denn hier kann man manchmal allein durch eine Dosisminderung natürlich zusammen mit dem Arzt diese Nebenwirkung wieder ausschließen. Auch auf den weiblichen Organismus kann das Spironolacton Auswirkungen haben. Das kann sich auch sehr vielfältig äußern. Das kann sich äußern einmal in einer Empfindlichkeit der Brüste oder aber auch in einer Libido-Einschränkung. Auch Menstruationsstörungen können auftreten. Da besonders sei einmal genannt das Ausbleiben der Menstruation, aber was eventuell auch den einen oder anderen plötzlich verwirren könnte, das Wiederauftreten der Menstruation noch nach der Menopause. Der Grund dafür ist, dass das Spironolacton hormonähnliche Wirkung hat und deshalb diese Nebenwirkungen auftreten können. Unter der dauerhaften Einnahme sollten bestimmte Elektrolyte im Blut immer gut überwacht werden. Als erstes sei da das Natrium zu nennen, denn wenn der Natriumspiegel sinkt, dann kann das besonders bei älteren Patienten in heißen Sommern auch zu Verwirrtheitszuständen führen. Und als zweites ist hier der Kaliumspiegel zu nennen. Da sollten Sie immer darauf achten, dass wenn ein Blutbild erstellt wird, dass der Kaliumwert immer mit überprüft wird, denn das Spironolacton, das hat die Tendenz, Kalium in Ihrem Körper zurückzuhalten. Und der Wert Kalium, der hat vielfältige Funktionen, aber man möchte halt nicht, dass der zu stark ansteigt, weil das wiederum zu Herzproblemen führen könnte. Das heißt, unter der Spironolacton-Einnahme sollte der Kaliumspiegel am besten halbjährlich überprüft werden. Und wenn noch eine Niereninsuffizienz dazukommt, ist die Chance noch größer, dass der Kaliumwert ansteigt. Das heißt, in diesem Fall ist es unablässlich, den Kaliumspiegel immer in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.
Als letztes möchte ich noch kurz auf eine Wechselwirkung eingehen, denn wenn Sie Spironolacton einnehmen, sollten Sie keine Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, die Kalium enthalten. Gucken Sie da bitte immer genau auf Ihre Packung, denn wie bereits erwähnt, kann das den Kaliumspiegel noch mehr in die Höhe treiben. Und Sie sollten auch keinen Salzersatz, der Kalium enthält, anwenden. Und noch eine Wechselwirkung, in die ich eigentlich jetzt nicht so vertieft eingehen möchte, ist aber noch die zu nennen, dass Sie, wenn Sie mal ein Schmerzmittel selber in der Selbstmedikation benötigen, dass Sie bitte da von der Tendenz zum Paracetamol greifen und solche Dinge wie Ibuprofen, Diclofenac, Acetylsalicylsäure, Naproxen, all diese Dinge nicht anwenden. Da gibt es zwei Gründe. Als erstes sei hier zu nennen, dass dadurch das Spironolacton nicht so gut in Ihrem Körper wirkt. Und als zweites sind diese Substanzen, wenn Sie das Spironolacton jetzt bei einer Herzinsuffizienz anwenden, ohnehin nicht zu empfehlen. Und wenn Sie jetzt noch Näheres wissen wollen, wenn Sie weitere Informationen über Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben möchten, wenn Sie genau erfahren möchten, wie Ihr Spironolacton in Ihrem Körper eigentlich wirkt und auch was zum Beispiel noch zu Alkohol zu sagen ist, dann empfehle ich Ihnen mein Video Spironolacton intensiv. Den Link sehen Sie hier oben oder aber auch hier unten in der Infobox. Und ansonsten hoffe ich, dass Ihnen das Video gefallen hat. Geben Sie mir gerne einen Daumen nach oben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten sage ich bis bald.